Christian und möchte euch mal eine andere Praxis des Yogas vorstellen. Das ist im Prinzip das Runen-Yoga und beruht auf einer ganz alten Tradition, die im ursprünglichen Europa stattgefunden hat und denke ich mal auch einen Zusammenhang hat mit dem Yoga, was wir aus Indien und Tibet kennen. Ich fange einfach mal an von Anfang an, wie ich dazu gekommen bin und was für Hintergründe hat. Ich interessiere mich schon sehr lange für Schamanismus und heidnische Praktiken und habe auch da viele Bücher gelesen und habe eben einmal entdeckt, dass in einem Buch ein goldenes Horn abgebildet war aus einer Ausgrabung. Und auf dem Horn, da waren so eingemeißelt kleine Figürchen und man hat sie interpretiert als Runen. Zum Runen muss ich auch sagen, wieder gibt es auch noch extra, wer jetzt da keine Ahnung hat drüber. Das sind einfach die alten heidnischen Symbolzeichen, die jetzt weniger als Schriftzeichen genutzt wurden ursprünglich, sondern eher so eine Symbolkraft hatten, also heilige Zeichen. Und diese Runen reflektieren im Prinzip alles Mögliche. In einer Rune steckt sozusagen eine Farbe, ein Gott, eine Pflanze und andere Eigenschaften halt. Also bis hin zu Mineralien und Tieren kann man da sozusagen jeder Rune was zuordnen. Die Runen, die auf dem Horn waren, hat man so als Runen interpretiert, aber hat sich nicht vorstellen können, warum denn die Runen als kleine Männlein abgebildet worden sind. Und ich habe da einige Bücher auch quer gelesen und einige Ansätze von anderen damaligen Wissenschaftlern und Forschern da gelesen, die ein bisschen alternativer waren und hatten eben die Idee gehabt, dass es vielleicht eine Art Praktik ist, die man ausgeübt hat. Ich bin halt irgendwann auch mal zum Hatha-Yoga gekommen und irgendwann hat sich der Kreis für mich geschlossen. Ich habe mir einfach vorgestellt, hey, die ganzen Asanas, die wir machen, vielleicht sind ja auf dem Horn, diese Zeichen, die da drauf sind, vielleicht sind das ja Praktiken, die dem Yoga ähnlich sind. Und mit dem Hintergrund vom Yoga, dass wir eigentlich zu dem Zustand der Meditation kommen wollen und also diese Praktiken eigentlich mehr so eine Sache sind, um in diesen Zustand zu kommen, hat sich mir erschlossen, es muss ja nicht eine typische Yoga-Haltung sein, jedes Mal in so einer Rune, sondern es reicht ja aus, die Energie dazu zu spüren. Und in einigen Büchern ist es auch aufgeführt worden, dann später, und die ich auch dazu gelesen habe, und es ist wirklich von einigen parallel auch genauso interpretiert worden als das Runen-Yoga. Und so ist es nur auch schon in einigen Büchern mit vertreten. Aber es ist eben nicht so richtig zur Praktik gekommen bis jetzt. Und ich denke mal, da ich beim Yoga Camp jetzt mal vorgeführt hatte und dann im Nachhinein doch ein reges Interesse stattgefunden hat, dass wir uns einfach jetzt entschlossen haben, Eugen und ich, einfach mal das vorzustellen euch und dass ihr das mal selber für euch anwenden könnt oder einfach mal reinhorchen könnt, ob es für euch passt. Das Runen-Yoga selber ist ein bisschen weit gefächerter, sage ich mal. Es ist nicht einfach nur eine Übung. Wir haben zu jeder Asana im Prinzip versuchen wir die Energieströme zu spüren. Wir versuchen das Umfeld wahrzunehmen. Wir versuchen sogar mit Klang zu arbeiten. Also, dass die Atmung mit dem Klang in Verbindung kommt und der Energiefluss sozusagen eine Vollkommenheit im ganzen Körper darstellt. Das ist eine Praktik, die am Anfang eigentlich sehr einfach aussieht, aber wie ich die Feedbacks, die ich beim Yoga Camp erhalten habe, doch die waren halt sehr, sehr anstrengend, diese Yogastunde. Und die Leute haben teilweise sogar zwischendurch abgebrochen, was ich gar nicht so vermutet hätte, dass es im Prinzip diese einfachen Asanas, die jetzt eigentlich in dem Runen Yoga Stadas heißen, also von Stehen abgeleitet, dass es so sehr quasi an der Substanz zehren kann. Ja, im Prinzip ist es immer so, man hat in der Ausgangsstellung, die Asanas finden eigentlich alle, also die Stadas, alle im Stehen statt. Die Rune selber ist ein Schnitzwerk eigentlich ursprünglich gewesen. Man hat die Runen in Buchenstäbe eingeschnitzt und damit Magie betrieben und diese Stäbe halt ausgeworfen und hat dann diese Stäbe wieder aufgelesen und da, das könnte man sozusagen wahrsagen oder irgendwelche anderen Praktiken damit beginnen. Und wir hören schon in unserer Sprache Buchstabe, also Buchenstäbe, und Lesen hat also eine ganz enge Verwandtschaft
zu diesen Praktiken, und das haben wir einfach in unserer deutschen Sprache mit übernommen, dass man diese Buchenstäbe, diese Runen quasi, Runenstäbe auflesen, also lesen und interpretieren kann. Die Rune wurde eigentlich immer in Holz geschnitzt ursprünglich, deswegen sind alte Befunde sehr selten, und wenn dann nur in Horn- oder Metallgegenständen quasi erhalten oder in Steinen halt in der späteren Zeit. Deswegen vermutet man, dass die Runen uralt sind und jetzt nicht mit dem lateinischen Alphabet abgeleitet sind, sondern sagen, das ist eine ursprüngliche, ureuropäische Symbolsprache, die unabhängig, egal wo, anders weiterentwickelt worden ist. Ob das nur in Griechenland, in griechischen Buchstaben, oder ob das nur die kyrillischen Buchstaben sind, oder das Sanskrit, oder ob das nur die lateinischen Buchstaben sind. Das ist im Prinzip, hat alles irgendwo einen Ursprung gehabt, und wir finden ja auch noch im slawischen und im germanisch-keltischen Bereich diese Urrunen. Und das ist, denke ich mal, das letzte Relikt, was wir noch so haben aus der Urzeit, vor diesen ganzen Hochkulturen, die dann später im Frühmittelalter aufgetreten sind. Die Runen selber sind ja symbolisch immer stehend dargestellt, also immer die Achse in Verbindung zwischen Erde und Himmel. Also das ist die Verbindung zwischen allen beiden, und wir stehen dazwischen. Und da ist auch die Rune aufgebaut. Wir nehmen den Energiefluss auch mit. Durch das Stehen geht die Energie der Erde in uns auf und wird nach oben weitergeleitet. Und wir haben dann verschiedene Bewegungen, und in den Bewegungen wird dann quasi die Energie transportiert. Und wir müssen uns das auch so vorstellen, wenn wir diese Rune ausüben, dass wir die Augen schließen und das alles mit der Atemtechnik und so weiter in Ruhe in uns kehren und dann das wirklich so praktizieren, dass man das wie so ganz sanft und bedacht sozusagen aus sich herausbringt, das Ganze. Und durch diese Kombination mit dem Ausrufen der Rune, mit dem Namen der Rune, was eigentlich, denke ich mal, das Schwierigste ist am Anfang, weil man im Prinzip das Wissen über diese Aussprache jeder Rune auch haben muss. Also ist erstmal eine kleine Lernarbeit dabei, um überhaupt das ohne Ablenkung zu praktizieren. Aber es geht relativ schnell, denke ich mal. Es sind 24 Runen, die ich verwende. Es gibt verschiedene Runenalphabete. Das germanische ursprüngliche Runenalphabet, das älteste, hat die 24 Runen. Dann gibt es das angelsächsische mit knapp 30 Runen und dann noch das vereinfachte. Also es gibt also verschiedene Varianten. Genau, und das 24er ist also das ursprünglichste, und es ist sozusagen auch ein Kreislauf, stellt die Rune dar. Wir fangen mit einer Rune an, und jede Rune baut auf der anderen auf, und es sind quasi wie eine Art Geschichte, wie so ein Lebensweg, also ein Jahreskreis kann man damit auch begehen. Also es ist viel reinzuinterpretieren in die ganzen Systeme dann, und das ist, erschließt sich aber, denke ich mal, den Leuten, wenn sie dann Interesse finden daran, einfach sich da an ein bestimmtes Buch oder an eine bestimmte Praktik zu wenden und da auch nicht quer zu lesen, sondern ich sage immer, es ist besser, man hat ein Buch, auf das man sich konzentrieren kann, weil jeder hat eine andere Interpretation zu den Runen in späteren Zeiten entwickelt. Und es gibt aber auch gute Bücher, die ich empfehlen würde, wo man sagen kann, das ist ein Buch, was wirklich alle nehmen können, und da ist so viel drin, dass es eigentlich völlig ausreicht, um das aufzubauen, das ganze Wissen. Die Bücher würde ich einfach benennen, das ist von Freya Aswin, die Blätter von Yggdrasil, das würde ich einfach mal nennen, oder von Edred Thorsen, der hat zwei Bücher über die Runen geschrieben. Das sind die ältesten Runenbücher der heutigen Zeit und sind eigentlich sehr, sehr gut ausgearbeitet und auch gut durchdacht, das Ganze. Okay. Jetzt zeige ich euch mal, um was es geht im Praktischen. Eins noch zum Ganzen vorweg. Also normalerweise ist es ganz günstig, diese Asanas auch im Freien auszuführen, also in Verbindung mit der Natur. Wir haben heute leider einen Regentag erwischt, und deswegen haben wir das Ganze dahin verlagert ganz schnell. Aber es kommt jetzt erstmal darauf an, dass ihr auch seht, um was es geht. Die erste Rune, die dargestellt wird, ist Feu. Und Feu ist im Prinzip das F in unserem Alphabet und wird dargestellt symbolisch eine Achse, die senkrecht ist, mit zwei
Stäben, die an einer Seite im 45-Grad-Winkel nach oben gehen. Feu bedeutet eigentlich das Vieh, also das Geld in dem Sinn, also aus dem ganzen Leben und Wirken, was wir als sozusagen Produkt erhalten und was man auch mit Geld gleichsetzen kann. Also unsere Fähigkeiten, unsere Arbeit, die vollkommen sind, die Vollkommenheit erreicht haben. Deswegen sind einige Runen Forscher auf diese Idee gekommen, dass Feu eigentlich die letzte Rune ist. Aber ich sehe das immer so als Verbund im Ganzen, als Kreis. Also es gibt keinen Anfang und kein Ende. Und dass der Übergang von Feu zu Urus, also eigentlich Urus, das Urvieh sozusagen, also das Ur, das ist der Auerochs, das ist der ursprüngliche wilde Ochse, den es bei uns in Europa und Vorderasien gab, dass er im Prinzip das Ursprüngliche ist und das Ganze, das danach folgt, bis hin zu Feu, bis zur Vollkommnung quasi dann weitergegangen ist. Und ich würde trotzdem aber mit Feu anfangen, weil wir jetzt traditionell mit dem Futhark also arbeiten wollen. Und ich habe schon beschrieben, also wir stellen uns einfach hin und schließen einfach die Augen und stehen ganz locker da. Atmen tief ein und aus. Wir spüren uns hinein. Wir spüren unser Umfeld. Und wir verkrallen uns mit dem Boden. Und wir verwurzeln, also wir strecken uns nach unten in die Erde weiter aus einfach. Und gleichzeitig aber auch mit dem Einatmen strecken wir uns nach oben aus in den Himmel. Und bekommen sozusagen eine gestreckte Wirbelsäule und wir öffnen auch den Brustkorb dabei. Also ganz wie die Asanas praktiziert werden im normalen Hatha-Yoga, so gehen wir auch vor mit der Vorbereitung zu den Asanas. Und jetzt ist es sozusagen, dass wir diese Rune darstellen, indem wir jetzt den Energiefluss von den Füßen in unseren Körper reinbringen und wir leiten die Energie dabei in die Arme. Also von immer zum Herzen gehen wir und von dort aus, also vom Solarplexus, von dort aus immer in die Arme wieder zurück, also weiterleiten. Je nachdem, wie die Arme jetzt hinzeigen, also ob sie nach unten oder nach oben zeigen, spielt keine Rolle. Es wird immer die Energie aus den Armen, aus den Fingern letzten Endes nach draußen gesendet und geht wieder zurück in den Kreislauf der Natur. Also wir nehmen die Energie auf, beim Einatmen in Form von Licht, stellen wir uns das vor. Das ist ein warmes, oranges Licht. In den Brustkorb strecken wir uns nach oben aus, bauen die Verbindung nach oben auf und leiten die Energie mit der Bewegung zu Feu. Und dabei zeige ich noch einmal, und dabei rufen wir die Rune, atmen ein und mit der Bewegung sprechen wir das. Wie mit dem Ausatmen kommt der Klang zustande. Wir gehen wieder zurück zur Mitte. Und das Gleiche zur anderen Seite auch. Einatmen, verwurzeln, Energie sammeln und die Energie weiterleiten. Erst jetzt wieder einatmen mit dem zurückgehenden Arm. Und wir bleiben hier noch stehen. Die nächste Rune ist die Rune Urus. Habe ich kurz beschrieben, Urus, das Ur. Das Ur wird anders dargestellt, der Auerochs. Nicht wie jetzt bei Feu, dass das die Hörner darstellt, sondern der Ur ist sozusagen nach unten gebeugt. Und wir bilden sozusagen wie ein verkehrtum gesendetes U. Also wir gehen nach unten und strecken uns aus dabei, die Beine sind also ausgestreckt und die Arme ausgestreckt nach unten, der Kopf hängt locker. Und wir kommen wieder hoch. Das Gleiche machen wir jetzt mit dem Ausrufen, wenn wir nach unten gehen,
pressen ja auch die Luft aus dem Brustkorb dabei jedes Mal und da geht der Klang zustande auch. Also wir stehen jetzt da, normalerweise nach vorn, aber ich zeige es euch von der Seite. Was auch noch zu erwähnen wäre, die Runen werden eigentlich, wenn es möglich ist, immer gegen die Sonne gesprochen oder gegen Osten. Man kann auch ein bisschen Bewegung und Schwung reinbringen, dass man sozusagen ein bisschen diese Energie, das Umfeld wahrnimmt. Normalerweise nehmen wir nochmal eine Aufwärmungsübung, die sozusagen dort nochmal ein bisschen das verdeutlicht, dass wir uns bewegen im Äther, dass wir mit allen verbunden sind und dass wir die Energie, unsere Plasmaströme, wir interagieren damit mit dem ganzen Umfeld. Und wir spüren das und nehmen es auch wahr. Also theoretisch müssten wir vor so einer Übung nochmal so 15 Minuten energetische Lockerung und solche Übungen praktizieren, damit wir ein bisschen in das Gefühl auch reinkommen. Und dann ganz locker auch dastehen, wir verwurzeln wieder in den Boden. So bei meiner Praktik, dass es eine fließende Bewegung von einer Rune zur anderen ist und dass wir nicht diese statische Hin- und Hertrapsen machen, sondern dass wirklich dann am Ende ein ganzer Fluss ist und ein ganzer Kreislauf wird. Nach Urus, was wir auch zur anderen Seite jetzt machen könnten, um alle Körperseiten quasi zu aktivieren, aber bei dem Urus spielt es keine Rolle, weil wir nur eine Bewegung nach vorne machen, kommt jetzt Torisas. Torisas ist im Prinzip die Rune für Tor oder für den Dorn und den Riesen, also die Urkraft. Und Thor wird auch im Nordischen, wird im Germanischen Donar genannt. Und Donar, abgeleitet von Donner, ist ja der Donnergott. Also der Hammerschwinger, der im Prinzip die Menschen vor Unwetter und vor den Riesen, vor den bösen Kräften schützen kann. Thor und Torisas sozusagen. Und Torisas ist sozusagen wie ein Ast, an dem ein Dorn dran ist, oder wenn wir den Donarhammer uns mal angeschaut haben, den Torshammer, ist er im Prinzip auch wie so ein Dorn geformt auf einer Seite. Also es ist nicht der typische Hammer, den wir kennen, sondern es ist ein spezieller Hammer, der symbolisch auch diesen Dorn mit darstellt. Und den Dorn stellen wir dar, indem wir einfach auf unsere Achse unseren Arm zur Seite rausnehmen, dabei immer daran denken, die Brust zu öffnen, dass wir quasi eine Linie sind. Und wir machen das Gleiche in ganzer Ruhe wieder. Wir atmen tief ein. Torisas. Und jede Bewegung ist eigentlich leicht und gedacht, dass wir sozusagen mit jeder Bewegung, mit jeder lockeren Bewegung wieder uns in den Raum reinspüren. Torisas zwar von beiden Seiten. Danach folgt Ansus. Ansus ist die Rune, die mit dem A in Verbindung steht. Ansus ist mit dem Adler in Verbindung, mit dem Ar, mit den Asen und auch mit dem Aria. Also eine Kombination, wo man schon rausführt, dass alles drei einen Ursprung hat. Ar sozusagen oder Ansus. Ansus ist die Rune des obersten Gottes Wodan auch und die Rune der Ahnen und Asen. Das ist also die Rune der Vorfahren. Wodan ist auch im Nordischen der Odin, der einäugige Gott, der verkörpert auch die Weisheiten und verkörpert auch die Verbindung zwischen der Ahnenwelt, also der Seelenwelt, zu unserer Welt. Die Seelenwelt kommt immer zu uns, zu aller Seelen in dieser Zeit, in der stillen Zeit zurück. Also die Weihnachtszeit ist dafür damals genutzt worden und wird halt auch noch so praktiziert, dass man eben die Ahnen und die Asen und die Götter hauptsächlich zur Weihnachtszeit sehr groß ehrt, weil das eben die Zeit dieser Ruhe ist, wo eben alles zurückkommt zur Erde. Das alles ist vergangen, das Jahr ist vergangen, alles ist die Erde zurückgekehrt.
und wird dort gespeichert und wird transformiert, um wieder im Frühjahr zu neuem Leben erweckt zu werden. Und die Wintersonnenwende ist das heilige, die heilige Zeit, in dieser, wo quasi diese Sachen praktiziert worden sind. Und es spiegelt sich auch wieder dieser Werdegang von dem Sonnenzyklus dar. Und Baldur, der Sonnengott, Baldur von Baal oder auch Ball, den Ball, den wir als Spielzeug nehmen, ist eigentlich abgeleitet von Baldur. Und Baldur verkörpert einfach diese Sonne, die den Zyklus darstellt. Und Baldur stirbt halt und wird halt sozusagen geht in die Totenwelt zurück und wird dann halt wieder neu geboren. Es ist also gleichzusetzen wie in der christlichen Symbolik, dass also das Licht neu geboren wird. Er ist also der Lichtbringer aus der heidnischen Zeit und hat nichts mit dem Beelzebub oder mit dem Teufel zu tun. Weil im Teufel, also Daibel, haben wir sozusagen zwei germanische Götter mit drin. Das ist einmal Diu, Daiu oder Eru, das ist der Kriegsgott, und Bel, also Baldur. Und daraus hat man das Wort irgendwann Teufel quasi als Schimpfwort abgeleitet und hat eigentlich mit dem christlichen gar nichts zu tun, sondern die Hölle selber ist auch gar nicht die Hel-Welt, sondern die Totenwelt. Hel ist sozusagen die verhüllte Welt, wo alles verhüllt ist, wo sozusagen das Korn wartet, um wieder neu gedeihen zu können, wo die Toten hingehen, um wieder neu geboren zu werden. Also es ist eine kühle, feuchte Welt, es ist die Erde und hat mit dem Fegefeuer auch gar nichts zu tun, wie es im Biblischen sozusagen erzählt wird. Im Germanischen ist es eher die Feuerwelt Muspelheim, wo der Urriese, der Feuerriese Suthur lebt. Es ist also ein Urwesen, was vor den Menschen und vor den Göttern schon gelebt hat. Das einfach symbolisiert die Wärme und die Kälte der Erde in Zusammenhang gebracht, bilden sozusagen dann das Leben. Weil nur mit Feuer kann nichts existieren und nur mit Wasser kann auch nicht viel existieren, also mit Eis. Es braucht also beides in bestimmten Balancen, in bestimmten Gleichgewicht, um ein Leben zu erzeugen. Deswegen ist es wichtig, dass beide Sachen auch existieren und dass wir beide auch so wahrnehmen als Bestandteil unseres Lebens und nicht irgendeines als negativ darstellen. Es gibt einfach nichts Negatives. Es gibt im Prinzip nur Dinge, die uns eben aufzeigen, dass wir gerade auf dem richtigen, auf dem Weg sind oder dass wir einfach Dinge wahrnehmen können. Deswegen gibt es die Unterschiede. So, Ansus wird genauso dargestellt. Ansus ist aber die Arme nach unten, wie ein A, kann man sich das schon fast vorstellen, ist wieder bildlich gesehen. Und wir drehen einfach beim Körper, drehen die Arme so rum. Wenn wir dann also die Seite wechseln, nochmal zur Information. Wir schließen wieder die Augen, verbinden uns mit der Erde, mit dem Himmel. Wir können auch symbolisieren, wir verbinden uns mit dem Eis der Erde und mit dem Feuer des Himmels. Das ist ja sozusagen die Umkehr, also eigentlich ist die Hölle ja unten, aber im Heidnischen ist es genau andersrum. Also nicht die Hölle, aber diese heiße Welt, die Muspelwelt ist eben oben. Und die kältere Welt, die Eiswelt, Nilfheim, die ist natürlich unten. So. Ausrufen der Rune stellen wir uns jedes Mal vor, wie die Energie durch uns wirklich durchfließt und aus den Armen wieder austritt und zurück in die Erde geht. Es gibt noch ein paar Asanas oder ein paar Stadas, wo wir uns nach oben stellen und die Arme auch nach oben nehmen, wo wir uns direkt mit dem Himmel verbinden. Und es ist aber sind ganz wenige Runen, und hauptsächlich die Haganas-Rune. Und die Haganas-Rune ist auch die Hauptrune, die alle Runen in sich vereint und auch das Symbol für das Hagelkorn und schlechthin für das Leben ist, weil aus dem Hagel, aus dem Wasser das Leben entsteht. Und in vielen Symbolen und vielen Dingen, die wir kennen, einfach mit dabei ist, ob nur der Davidstern ist, ob es nun die Blume des Lebens ist, überall dort drin ist diese Rune mit abgebildet. Also aus dieser Rune
kann man sozusagen diese ganzen Dinge ableiten. Das ist ein Thema für sich, das kann ich dann irgendwann nochmal bei Bedarf mit besprechen. Jetzt sind wir bei Anschluss angekommen, jetzt kommt Kenas. Kenas ist im Prinzip Ableitung von Kien, von der Kiefer. Der Kiensparn der Kiefer ist im Prinzip der Feuerbringer, der Feuergeber. Und Kenas ist sozusagen abgebildet, sieht also wie ein K, oder wie ein C besser gesagt, was nicht rund ist, sondern was eckig geschrieben ist. Und bedeutet im Prinzip symbolisch gesehen die Flamme. Die erste kleine züngelnde Flamme, aus der das Feuer entsteht. Und Kenas stellen wir dann so dar, indem wir uns hinstellen und einfach unsere Prozedur wieder machen, einatmen, Augen schließen, unsere Energie spüren, einatmen und mit dem Ausatmen Kenas ausrufen. Und ich denke, ihr werdet schon merken, dass es ja auch im Kreislauf geht. Ihr müsst also wirklich vorher euch vorbereiten mit Atemtechniken vielleicht noch und auch ein paar Einheiten zur Lockerung, wie ich vorher gesagt habe, dass ihr besser in die Status reinkommt und dass ihr mit dem Ausrufen so lange wie möglich auch diesen Energiefluss darstellt, euch sinnbildlich in euch drin, die Augen schließt dabei bei jeder Asana oder Stada und dass die Energie auch bis zum Schluss, wie ihr das ausruft, also ihr streckt auch euren Atem so lange und langsam, also wir fangen kurz an also und übt euch immer weiter, dass ihr sozusagen mit jedem Stada, jede Ausrufung dann immer länger gezogen, dass ihr auch länger in dieser Asana, in dieser Einatmung drinstehen könnt. Also es wird nicht mehrmals geatmet, wird also nur einmal eingeatmet und mit dem Ausrufen ausgeatmet und dann gehalten kurz am Ende noch. Das ist eigentlich dann die hohe Schule an dem Ganzen, weil ihr werdet dann auch schon merken, dass es dann sehr auf den Kreislauf geht und auch auf die Substanz, wenn man das nicht so gewohnt ist. Am Ende wird es dann vielleicht einfacher sein, aber es hat eine sehr, sehr reinigende Wirkung und ihr spürt einfach den Energiefluss in euch viel besser danach. Nach Kenas haben wir schon sozusagen, also Futhark sozusagen, dann haben wir das Raido, was wir jetzt eigentlich übersprungen haben aus Versehen. Raido ist die Rune, wo wir schon raushören, das Reiten. Reiten ist die Bewegung. Wir kennen das Reiten von dem Reiten auf dem Pferd. Und Raido ist eine Rune, die sieht aus wie das Erbe plus Spitz. Und wenn wir symbolisch das sehen, dann würde man Raido auf den Kopf also hinlegen, würde sozusagen das eine die Plattform sein und das andere ist die S-Rune, Suvilo. Und da sind wir schon wieder beim Sonnenwagen angekommen. Der Sonnenwagen fährt und es hört ja schon raus, wie viel Bedeutung in so einer Rune stecken kann. Dass also selbst Raido aus zwei Elementen besteht, sondern also es ist einmal die Sonne symbolisiert und einmal die Plattform des Sonnenwagens, dass eben die Sonne auf dem Sonnenwagen fährt. Und wir kennen den Sonnenwagen auch von Gott Ra und Ra und Raido, da haben wir auch schon wieder irgendwo einen Zusammenhang gefunden. Der Sonnengott Ra ist in meinen Augen auch derjenige, der beim Om auch mit ausgerufen wurde ursprünglich und ich denke mal, dieses germanische oder indogermanische Om wird sozusagen Raum ausgesprochen, weil wir haben am Anfang das Raido, also die Sonne, den Sonnengott Ra, Raum. Und wenn wir das genau zuhören, kommen wir auf die Wortsilbe Raum. Und Raum ist das alles, was uns umgibt. Und das ist sozusagen diese Kombination, das ist die Vollendung des Ganzen. Raum ist alles, das Äther. Was alles zusammenhält, wo alle Energie hinfließt, wo alle Energie zurückkommt, wo die Informationen in Überlichtgeschwindigkeit, also von jetzt auf hier sofort, also egal wo, hin und her gehen kann. Und das könnte man auch sozusagen als am Anfang zur Begrüßung mitverwenden, dieses Raum. Und ist eine ganz andere Sache, weil durch dieses raue Raum kommt nochmal eine ganz andere Energie in euch auf. Also Raido in dem Falle würde ich dann, also wir können es von der Seite ausnehmen und würden ein Bein einfach ausstrecken, um quasi das R darzustellen. Hier ist es wirklich wichtig, dann ganz gerade zu sein, dass wir, wenn wir es von der Seite sehen, wirklich auch absolut eine Linie darstellen und nicht irgendwo
Bogen und so weiter, das Bein vorne und so weiter oder angeknickt. Also es ist optimal immer ein Bein, das immer den Boden berührt und immer diese Standfestigkeit darstellt und das andere Bein quasi, dann oder der Arm, die Ausübung von den Ruhen sind. Und man kann viele auch anders darstellen. Es gibt verschiedene Varianten, eine Rune darzustellen. Aber wir fangen einfach mit den einfachen an, dass wir dann gleichgewichtstechnisch da auch erstmal von vorne anfangen können. Reido jetzt nochmal. Ich würde Reido einfach jetzt oben ansetzen, damit wir das ganze R sozusagen von oben her sehen. Man kann es aber auch so sehen oder so, dass man den Punkt versetzt. Also es ist wirklich jetzt nicht ganz so wichtig, aber der Sinn muss drinstehen. Wir müssen diesen Gedanken da drin tragen. Wie sieht Reido aus? Augen geschlossen. Wie soll unser Körper aussehen? Wie soll unser Körper das abbilden? Die Energie fließt und wir legen jetzt die Hand an, um eine Linie zu bilden. Ausgangsposition wieder. Die Energie kommt von unten. Und jetzt auch durch beide Arme, auch wenn jetzt der Arm anliegt hier, wird die Energie trotzdem nach oben genommen und über die Schultern unten wieder abgegeben. Also wir haben verschiedene Chakren, die germanischen oder indogermanischen Chakren, es gibt noch mehrere, wir haben auch Schulterchakren, in denen das weiterfließt, da kann man auch nochmal was dazu berichten irgendwann, dass sozusagen die Energie durch mehrere Zentren fließt und nicht bloß dieser einfache Aufbau, der hier stattfindet, sondern es gibt noch mehr Chakren im Körper, die in Knien und in Schultern und Hüften sind, so in Fußgelenken oder Handgelenken. So, wir fangen an wieder. Reido. Hier habe ich nochmal zum Schluss gezeigt, dass man nach dem Aussprechen der Rune alle Luft aus dem Körper rausbringt und nochmal wirklich eine kurze Sequenz ohne Atmung dastehen bleibt. Das kann man dann später, wenn man die Praktik schon eine Weile geübt hat, auch nochmal richtig weiter rauszögern, dass man eben dort nochmal steht und bei gewissen Asanas das wirklich dann oder Stardas das nochmal in die Länge ziehen kann, das Ganze. Das waren jetzt erstmal die ersten Runen von den 24 und ich denke mal, das ist erstmal ein guter Anfang, ein guter Einblick. Ich würde die Runen nochmal zum Schluss der Reihe nach für euch aufsagen, dass ihr dann das sozusagen auch gleich zu Papier bringen könnt oder die kurze Sequenz euch jedes Mal nochmal anhören könnt, um das besser zu lernen. Wir fangen an mit Feu. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen dran und ihr wollt noch mehr von mir hören.